dann machen wir gleich mit dem nächsten Spiel weiter, die Geisterfalle. Ja, die Geisterfalle ist das neue Kinderspiel, was wir dieses Jahr im Programm haben. Und es ist ein Geschicklichkeitsspiel für die Kinder. Das sind die Spielgeräte. Wenn man sich die anschaut, sieht es so ein bisschen wie so ein Flipper aus. Wird auch in der Art gespielt. Ziel ist es, dass jeder Spieler auf Startsignal seine drei Kugeln dort oben ins Ziel bringt. Das heißt, die müssen in eines dieser Löcher hinein. Und wie man sieht, ist das gar nicht so einfach. Ja, da habe ich jetzt eine Kugel untergebracht. So, eine zweite. So, wenn man die dritte Kugel schafft, dann ruft der entsprechende Spieler, Stopp, Hände hoch. Okay. Warum Hände hoch? Weil dann keiner mehr seine Kugeln weiter bewegen kann. Okay. So, dann stoppt diese Runde. Schauen jetzt, wo die Kugeln liegen. Und es gibt Punkte. Diese Punkte werden auf der Werteskala gut geschrieben. Und so, also zum Beispiel nochmal die werden addiert und dann stehen zum Beispiel die Figuren so auf der Werteskala. Wenn jetzt jemand hier in die Mitte trifft bei diesem Geist, der darf aus der verdeckten Auslage eins von diesen Kärtchen ziehen. Es gibt gute, also positive und es gibt negative Kärtchen. Ein positives ist zum Beispiel dieses hier. Da kann man dann statt der zwei Punkte auf dem Board, kann man dann für diesen Geist sich drei Punkte gutschreiben. Oder es gibt die Möglichkeit, die Punkte zu vervielfachen. Es gibt aber auch negative, wie zum Beispiel dieses. Dort muss man dann die nächste Runde mit der falschen Hand spielen. Also wenn man Rechtshänder ist, muss man dann die Kugel mit der linken Hand spielen. So, die nächste Runde startet dann wieder. Aber es gibt eine Änderung. Der Spieler, der jetzt am weitesten vorne steht, der kriegt diese rote Handicap-Kugel. Das heißt, der muss in der nächsten Runde vier Kugeln ins Ziel bringen, okay, bevor für ihn diese Runde zu Ende ist. Ja. Ja, Gewinner ist dann schließlich, wer mit seiner Figur die oberste Stufe der Wertungskala erreicht, der hat die Runde gewonnen. Also im Prinzip so ein kleines Wettrennen, wer als erstes oben angekommen ist, hat dann gewonnen quasi. Der ist der Sieger, ja. Okay. Das Spiel ist empfohlen ab 6 Jahre. Wer sehr geschickt ist, kann natürlich auch schon früher das Spiel probieren. 2 bis 4 Spieler, also so viele Spielgeräte haben wir dabei. Und eine Spieldauer ist mit 20 Minuten angesagt. Wer sehr geschickt ist, schafft es auch in kürzerer Zeit. Ein Spiel kostet 26,99 €, genau, und wird jetzt auch voraussichtlich Frühjahr, Sommer erscheinen. Ja, wunderbar. Das sieht doch auch schon sehr schön aus. Haben diese unterschiedlichen Farben hier noch irgendeine Bedeutung? Ja, das sind unterschiedliche Punktzahlen, die man hier sammeln kann. Also mehr nicht letztendlich. Also nur, dass man 1, 2, 3 Punkte... Ja, dass man den Unterschied sieht, genau. Alles klar. Ja, wunderbar. Klasse. Das war dann Geisterfalle und dann gehen wir zum nächsten Spiel.